1965. The USA sends in troops, while North Vietnam receives military aid from the Soviet Union and China. Despite technical superiority, the war is not to be won by the US Army, not even with napalm bombs and chemical weapons. Man hätte ihn vielleicht gewinnen können mit dem Einsatz von Atomwaffen, aber dann hätte man eine nuklear verwüstete Landschaft, Territorium geschaffen und behauptet, das wäre Frieden. Mit normalen Mitteln war dieser Krieg nicht zu gewinnen. Man kann keinen Guerillakrieg siegreich bestehen, indem man ihn mit einer konventionell ausgebildeten, ausgerüsteten Armee führt.